Was geht, Leute? Willkommen auf meinem Channel. Heute gucken wir uns an teure Tattoos vs. billige Tattoos. So, und zwar folgendes. Ich habe das wieder im Internet entdeckt und ich würde sagen, wir schießen gleich los. Was hier lang schnacken, zack, gleich angucken und urteilen, was geht hier ab. Los, play. Hallo zusammen. Jedes Jahr werden Tattoos immer beliebter. Heute gibt es nicht mehr viele Menschen, die nicht wenigstens einmal daran gedacht haben, ihren Körper mit einer Art Zeichnung zu schmücken. What about mine? Dude, what is my sex? Bester Film. What about mine? Dude, what is my sex? Aber nachdem sie den Preis für die angestrebte Tätigkeit herausgefunden haben, ändern viele oft ihre Meinung. Schließlich ist nicht jeder bereit, viel Geld für ein Tattoo auszugeben. Darüber. Das stimmt, das ist leider so. Ist total traurig. Es gibt Leute, die kommen auch hier bei uns in den Laden und wenn man den einen Preis nennt, der absolut nicht übertrieben ist, weil wenn ihr mein letztes Video euch anguckt, sind wir nicht annähernd bei 1200 Euro für eine, ich sag jetzt mal, Tagessitzung, was zwar noch nicht mal eine Tagessitzung war im letzten Video, gehe ich mal stark von aus, weiß nur ein Schriftzug war. Zwar der komplette untere Arm innen, aber ich glaube nicht, dass das einen ganzen Tag dauert, auch wenn ich kaum Schriftzüge mache, aber ich gehe davon aus, das dauert keinen ganzen Tag, definitiv. Ja. Da gibt es tatsächlich auch Leute, die hier reinkommen und sagen, ist denen zu teuer, ich gehe mich mal woanders umgucken, ja? Also Leute wollen da echt sparen. Leute sparen an einem Tattoo, das müsst ihr euch mal reinziehen. Das tragen sie ihr ganzes Leben lang. Das ist die einzige Sache, die du mit ins Grab nimmst. Und da sparen sie. Bei Schuhen, Schmuck und anderen Dingen nicht. Krank, oder? Darüber hinaus kannst du einen anderen Meister finden, der dir das Tattoo deiner Träume zu einem kleineren Preis machen kann. Es gibt jedoch einen sehr ernsten Unterschied zwischen billigen und teuren Tattoos und heute werden wir es dir zeigen. Lasst uns loslegen. Stitch ist ein charmanter Charakter. Er ist der Protagonist des Franchise Lilo und Stitch. Achso, ich mache das Video hier in zwei Etappen, weil ihr dürft nicht vergessen, das Video geht 10 Minuten 37 und ich alleine quatsch bestimmt auch nochmal 10 Minuten. Das sind dann wieder 20 Minuten und das ist doch ein Albtraum, oder? So lange guckt ihr es doch bestimmt nicht. Auf jeden Fall, ja, bleiben wir mal am Ball. Er ist ein lustiger, blauer Außerirdischer, ähnlich wie ein Koala. Und der Film zeigte uns, dass eine echte Freundschaft auch den bösartigen außerirdischen Charakter in Ordnung bringen kann. Nun, im Allgemeinen ist er ein ziemlich berühmter Held aus einem geliebten Cartoon, der wie ein Tattoo aussehen würde. Vor allem, wenn es von einem Profi durchgeführt wird. Gut gestochen. Vor allem hier an dem Bild könnt ihr das sehen. Das ist auch schon etwas älter, das Video. Tattoo, nehme ich mal an, würde denn auch noch ein bisschen älter sein. Bei dieser Trend, dass deine Tattoos alle mit schwarzem Hintergrund präsentiert werden und alles komplett dunkel gemacht wird, damit das farblich gesehen von der Sättigung noch stärker wirkt, ist hier noch nicht ein Trend gewesen. Da könnt ihr das sehen und guckt euch an, wie geil es aussieht. Wie geil dieses Tattoo aussieht. Also jetzt gerade das zum Beispiel. Oder das ist einfach ein Tätowierer, der hat es halt nicht gemacht. Guckt euch an, wie Bombe das aussieht. Denn in diesem Fall würde Stitch fast lebendig aussehen. Ich nehme mal an, in dem Video werden 100 pro auch noch welche mit schwarzem Hintergrund kommen, damit es einfach kontrastmäßig besser wirkt. Aber da erzählen wir noch was dazu. Nicht wir, sondern ich bin ja allein. Ich. Jetzt kannst du etwas Geld sparen und dann... Look at this dude. Ja, sehr gut. Ja, reingeschissen. Was für ein Tattoo. No. Naja, zumindest hat er Augen und sein Mund ist ganz ähnlich. Ich frage mich immer, wer freiwillig sich sowas tätowieren lässt. Also ich glaube, sowas entsteht nur unter, unter Drogen. Obwohl, ich wollte gerade sagen Alkohol, aber Alkohol ist auch eine Droge in meinen Augen. Ist ja auch eine Droge? Ja doch, ja klar. Sowas passiert nur unter Drogen, meiner Meinung nach. Sowas kann nicht passieren, wenn du ein normaler, geistig anwesender Mensch bist. Was ist mit Marilyn Monroe? In ihrem kurzen Leben wurde diese Filmschauspielerin, Sängerin und Model zum wahren Symbol ihrer Zeit. Übergeil. Würde ich auch ganz gerne mal wieder als Porträt stechen. Habe ich zwar schon mal einmal gemacht, aber... Wird mal wieder Zeit, noch eins zu machen, weil ist ja schon wieder ewig her, man lernt ja immer wieder dazu. Sie verdient es definitiv, an einem Körper verewigt zu werden. Und wenn es sich als das Werk eines erfahrenen Tattoo-Künstlers herausstellt, dann wird das Bild von Marilyn... Ja, auch geil. Gut gestochen, auf jeden Fall. Also, was soll ich sagen, ne? Krass gestochen. Von einem Foto nicht. Und guckt euch an, kein schwarzer Hintergrund. Nicht zu unterscheiden sein, wenn nicht, nun, wenn du mit Monroe nicht zu... Aber... Bei dem Bild muss man sagen, trotzdem reingeschissen. Aber, man kann daraus noch was machen. Du hast nicht verloren, mein Freund. Ich habe gerade irgendwo lang gespuckt. Wenn ich jetzt Zeitlupe machen würde, so...
würde so lang fliegen, muss ich noch so eine düstere Musik spielen, wäre Übergang gewesen. So, ja, aber ist nicht verloren, also ist jetzt nicht mehr, ist verkackt, gar keine Frage hier, ne? Gar keine Frage. Besonders will ich nicht wissen, was er bezahlt hat. Aber man kann das noch retten. Also das kann jetzt ein guter Künstler nochmal überarbeiten und dann sieht das top aus. Kein Scherz, es geht wirklich. Es geht bei vielen Dingen. Zufrieden bist, kannst du immer sagen, dass das Tattoo von jemand ganz anderem ist. Ja. Man kann dem widersprechen. Ich hätte aber nichtsdestotrotz hätte ich jetzt, also das, ich hätte es gesehen, dass es Marilyn Monroe ist. Auch wenn es scheiße gestochen ist. Papika sagt praktisch diese Arbeit eines echten. Ja, ist noch im Heilprozess. Hier könnt ihr es genau sehen. Könnt ihr die Linie hier verfolgen? Guck mal, da ist es noch so ein bisschen erhoben. Auch an manchen Stellen ist es noch nicht komplett abgeheilt. Also kann man auch noch nicht hier richtig urteilen. Wobei die anderen, glaube ich, frisch waren. Tattoo-Meisters, hilf mir, fragt dieses Tattoo von Gott weiß. Ja, nun okay, nach dem Gesichtsausdruck von Pikachu zu urteilen, ist er sehr zufrieden. Aber was ist mit dem Besitzer der Tätowierung? Eines der beliebtesten Tattoos der Welt, nach all den Zeichnungen von Tigern, Drachen und Mustern, sind die, die den Star Wars gewidmet sind. Kein Wunder, angesichts des Kultstatus, den die Filme und ihr War das gerade ein Rancor, Alter? Sollte das ein Rancor sein? Hör auf. Wartet das Universum. Chewie, finde ich aber gerade, ich glaube, das meine ich gerade als gut gestochen. Denke ich, gehe ich gerade von aus, oder meint ihr das als schlecht gestochen ist, wollen die es gerade präsentieren? Aber ich finde es, also wenn es gut sein soll, finde ich es nicht gut. Es sieht nicht cool aus. Zum Erlangt haben, aber nicht einmal der größte. Doch, tatsächlich, es sollte gut sein. Nee, also war okay, aber Mittelklasse, würde ich sagen. Ja, das darüber brauchen wir nicht reden, ne? Das ist ganz klar. Wo bist du? Da. Fan von Chewbacca wird beim ersten Versuch ein normales Porträt machen können. Auf der anderen Seite, schau, was passiert, will ein erfahrener Meister die Arbeit für den richtigen Geldbetrag erledigt. Da ist wieder was gut. Oh, passendes Bild. War wieder gut. Uns scheint, dass die Herangehensweise in diesem Fall ziemlich herausragend ist. Meine Herren und natürlich auch die Damen. Hat sehr viel Fummeleien im Gesicht. Mal gucken. Amen. Sie werden sich lange an diesen Tag erinnern. Den Tag, an dem jemand... Scheiße. ...beschloss, ein Porträt von Captain Jack Sparrow auf seinen Körper zu tätowieren. Habe ich, glaube ich, auch mal gemacht. Ich glaube, ich habe sogar ein Video dabei hochgeladen. Ich glaube, ja. Und dabei etwas Geld zu sparen. Dieses elegante und wahre Piratentattoo wurde wahrscheinlich in einem dunklen Schiffsladeraum nach ein paar Flaschen Rum hergestellt. Und all diese teuren Tattoos... Finde ich auch, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe es, glaube ich, in Black and Grey gemacht. Ja gut, derjenige wollte es nicht in Farbe. Das ist... Captain Jack Sparrow ist eigentlich ein Tattoo, was man in Farbe machen muss. Ist richtig. Da sieht das noch tausendmal krasser aus. Wenn Salons gemacht werden, Sie haben nicht den Mut zum Abenteuer. Geil. Nun überzeugen Sie sich selbst. Zu schön, zu realistisch. Schauen wir uns jetzt ein paar Tiger-Tattoos an. Die sind ziemlich beliebt, denn der Tiger ist schließlich ein Symbol für... Tiger, absolut, sage ich immer wieder. Tiere sind meine absolute Lieblingssache, die ich tätowiere. Finde ich am geilsten, macht mir am meisten Spaß und alles, was mit Filme und Musik zu tun hat. Stärke, Stolz und viele andere. Also, damit will ich jetzt nicht sagen, dass mir irgendwas anderes keinen Spaß macht. Was ich damit sagen will, ist, mir geht da nochmal so ein Ticken mehr das Herz auf als bei den anderen Dingen, weil ich einfach... ich liebe irgendwie Tiere. Wenn jetzt ein Hund überfahren wird, heule ich eher, als wenn ein Mensch überfahren wird. Versteht ihr, was ich meine? Und deswegen ist das wahrscheinlich so. Und mit den Filmen ist halt mein Hobby. Ich liebe halt Filme, auch genauso wie Musik. Und deswegen feiere ich das wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Weil da nicht nur Arbeit mit drin ist, sondern auch nochmal das Hobby. Irgendwie ist das da so, keine Ahnung. Geiler Tiger auf jeden Fall. Positiven Eigenschaften, aber Geld sparen ist keine davon und deshalb haben wir... Ja, aber das kenne ich schon, das Bild trotz reingeschissen. Aber das ist schlecht. Die Tiger-Tattoos einen besonderen Look, aber stell dir vor, du triffst diesen Tiger irgendwo im Dschungel. Ja, es wäre noch schlimmer als einen echten Tiger. Der ist auch scheiße. Hier zu begegnen. Nun, und teure Tattoos sind natürlich gut. Bei Bären ist es übrigens dasselbe. Schauen Sie sich dieses Gewand... Ich frage mich echt, wo man sowas macht. Vor allen Dingen hat derjenige, glaube ich, sogar Handschuhe an, wenn ich da unten... Ist doch ein Daumen, Finger, Zeigefinger, keine Ahnung. Krass. Gewaltige Waldraubtier an, das von einem Tattoo-Meister auf der Haut einer Person verewigt wurde. Im Austausch für ein Sandwich wahrscheinlich. Ja. Hast du schon Angst? Ja, es ist ein Bär. Wir verstanden nicht einmal, dass wir anfangs so viel Angst hatten. Jetzt schau dir die Tätowierung an, die... Kenn ich das Bild, Pinterest zu finden,
Habe ich, glaube ich, so auch. Nee, habe ich nicht. Tatsächlich habe ich es noch nicht so tätowiert, glaube ich. Also sowieso nicht denn in Farbe. Früher habe ich immer nur fast Black and Grey gemacht. Mittlerweile mache ich beides. Weil beides mir auch richtig viel Spaß macht. Ich habe festgestellt, Farbe macht richtig Spaß. Richtig geil. Von einem da kriegst du nochmal irgendwie mehr Ausdruck raus irgendwie aus dem Bild. Weiß ich auch nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, da ist es nochmal ein Ticken krasser. Als der angefertigt wurde, der den richtigen Geldbetrag dafür verlangt hat. Einfach die beiden Tattoos zusammen. Oh, kann man mal sehen, ne? Aber jetzt guck mal auf das Bild links, guck mal auf den richtigen Bären. Ihr werdet jetzt alle sagen, boah, das ist mega krass. Aber weißt du, warum das jetzt gerade noch geiler wirkt? Es ist eine mega Arbeit, aber es wirkt noch geiler. Vor allem sich gerade, wer es gestochen hat, Phil Garcia. Top-Künstler auf diesem Planeten. Besonders Blumen. Also mittlerweile macht er, glaube ich, sogar nur noch Blumen. Früher hat er, glaube ich, ja doch. Er macht nur noch Blumen, glaube ich. Das war er. Nur noch Blumen. Und, also sich darauf spezialisiert hat. Aber könnt ihr das sehen? Ich meine, der hat das jetzt nicht so gewollt mit dem schwarzen Hintergrund, weil das ist, glaube ich, von dem Arm und von dem T-Shirt. Aber merkt ihr, dass das Auge das viel mehr auffasst, als wenn jetzt der Hintergrund hell wäre? Versteht ihr, was ich meine? Du kannst exakt sehen, das Tattoo sticht dir noch mal mehr ins Auge. Und deswegen machen das auch alle bei Instagram und Facebook und weiß ich wo. Alle ballern schwarzen Hintergrund. Was ich auch verstehe, ich mache es auch manchmal, weil es einfach für das Auge noch intensiver ist. Aber was ich euch damit sagen will, ist, die da draußen, die fälschen dann an dieses Bild noch rum, packen eventuell nochmal die echte Skizze mit rüber, ganz leicht, und nehmen dann ein bisschen die Stärke raus, damit das noch realistischer aussieht. Also vieles da draußen ist Fake, da müsst ihr aufpassen. ...sitzen und der Unterschied wird noch deutlicher. Und das ist ein Hund. Es ist erstaunlich, weil es dem Künstler gelungen ist. Vor allem, was soll das in der Mitte sein, über der Nase? Soll das dieser weiße Streifen sein von der Hunderasse oder was? Den vollen Hallo. Stecken seiner eigenen Arbeit im Aussehen des unglücklichen Tieres zu vermitteln. Und übrigens, sie sind anders. Schön gestochen. Geil. Was die teure Tätowierung betrifft, gibt es keinen Grund, sie zu gucken. Auch, habe ich auch schon einen tätowierten Mops, aber ein bisschen anders, auch mit Aquarellstil und sowas alles. Bisschen mehr künstlermäßig noch. Ist auch ein übelstes Werk geworden von mir, muss ich sagen. Also da muss ich mich mal selber loben, das ist echt geil gewesen. Kommentieren. Ein hochwertiges, dreidimensionales, realistisches Bild eines geliebten Haustieres. Sehr oft enden Menschen, die sich entscheiden, Geld bei einem Tätowierer zu sparen, mit krummen und nachlässigen Tattoos. Und sie können einfach nicht mit so etwas am Körper herumlaufen. In solchen Fällen kann ein anderer Meister das Tattoo korrigieren, was bedeutet, dass du das Doppelte für die Tätowierung bezahlst. Aber der Unterschied zwischen... Ja, doppelte, also das ist jetzt komisch gesagt, was er gerade getan hat, weil nur weil es ein Cover-Up ist, heißt nicht, dass du das Doppelte zahlen musst. Also ich kann mir gut vorstellen, nach dem letzten Video, was ich da erzählt habe, dass es so ist, ja, dass es da echt wirklich Leute gibt, die das so erzählen, aber entspricht jetzt nicht der Wahrheit, weil doppelt zahlt, also du zahlst im Sinne, na klar, doppelt, weil du schon das Alte drauf hast und damit es mal erneuert, wahrscheinlich meint er das jetzt so gerade, ich habe es falsch verstanden, kann natürlich auch sein, auf jeden Fall zahlst du da den normalen Tagessitzungspreis wie bei allem anderen, zum Beispiel bei uns jetzt. Zwischen zwei Tattoos mit dem gleichen Motiv ist offensichtlich. Welches? Aber ja. Findet das Rechte schlimm? Ist, wie gesagt, ist gar keine Frage. Es sind berechtigt alle hier drin. Das ist auf jeden Fall mega schlimm. Aber ich muss sagen, das kann man auch noch retten. Außer, dass es jetzt noch Außenlinienstärke hat. Und zwar knallschwarze. Aber man könnte daraus noch was machen. Jetzt würdest du für dich selbst wählen. Hast du schon immer davon geträumt, ein Fuchs-Tattoo zu haben, aber du bevorzugst etwas... Gut, aber das ist uralt, was die gerade zeigen. Das ist jetzt wahrscheinlich hier... Weiß ich, wie viele Jahre alt. Was Unscharfes, vielleicht ein altes Tier, lebenskrank, das Ergebnis eines genetischen Experiments zwischen einem Fuchs und einem Hamster, dann ist das Sparen bei der Tätowierung das Richtige. Das Ergebnis ist... Oh. Richtig schön. Richtig schön. Gefällt mir... Persönlich von allen Tattoos gerade hier, die ich gesehen habe, mit Captain Jack Sparrow am meisten. Faszinierend. Du bezahlst besser gutes Geld an einen echten Profi. Echt geil aus. Ich würde mal gerne wissen, ich hätte gerne mal so Preise dazu gesehen. So. Ich würde mal wissen, was sowas kosten würde. Wenn du realistische Bilder von einem Tier willst. Freddie Mercury ist weltweit bekannt. Ach du Scheiße, ich weiß schon genau, welches Bild kommt. Passt auf. Mit dem Mikrofon. Pass auf. Einige seiner Fans wollten natürlich hier, wo der Mund so... Wie so verschoben ist und dann kommt das Mikro. Das Bild Mercurys verewigen, indem sie sein Porträt tätowieren. Und jetzt schau genau hin. Hier ist eine Tattoo. Achso, jetzt zeigen sie erstmal das Richtige. Okay, gut. Ah, ist auch krass. Tätowierung, die eine ordentliche.
Ach, ist auch heftig. Menge Geld gekostet hat und das Ergebnis war einfach fantastisch. Aber wie wäre es mit einer Tätowierung, die in einem speziellen flachen Stil... sag ich ja, es kommt mit diesem... Was soll das da sein? So? Sieht aus wie, keine Ahnung, irgend so ein Band. Oh Gott. Das kannst du nicht mehr retten. Das ist für den Arsch. Muss alles komplett gecovert werden mit irgendwas anderem. Das ist total im Arsch. Da kannst du nichts machen. Auch wenn es so breit auseinander ist und wenig Farbe sozusagen drin ist, außer jetzt oben bei den Haaren. Das ist im Arsch. Da musst du was richtig Fettes, Großes nochmal rüber machen und das ist. Da ist. Also da ist sowas von reingeschissen. Stil hergestellt wird. Eine Homage. So, an dieser Stelle. Das war Teil 1. Teil 2 kommt, nächste Woche. Beziehungsweise, was heißt nächste Woche? In 3 Tagen, der ist schon wieder soweit. Dann kommt schon wieder der nächste Teil. Nee, am Sonntag. Was haben wir morgen? Nee, was haben wir heute, meine ich? Heute ist Mittwoch. Ja, heute kommt das Video raus. Und der zweite Teil kommt am Sonntag. Also, bis denne. Antenne. Haut da rein, bleibt dann bei. Teil 2 wird bestimmt genauso geil. Ich muss das bloß... Hat sich ja gereimt. Ich muss das aufteilen. Ist sonst einfach zu lange, Leute. Ich bin schon bei 15 Minuten. Guckt euch das an. Deswegen, zack, los. Bis zum nächsten Video. Tschüss.